Was geht ab? Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wusstet, aber Pet Simulator X hat ein neues Update. Es ist nämlich das Halloween-Event wieder da. Für alle, die sich dafür interessieren, es sind dieselben Pets wie beim letzten Mal. Sie sind halt nur stärker gemacht worden. Das Ghoul Horse hat zum Beispiel 40 Kuh Stärke. Und wir schauen es uns einfach mal an. Pet Simulator X Halloween Update 2023 ist draußen. Preston hat das neue Halloween-Event, was heißt das neue? Das alte Halloween-Event zurückgebracht mit den Halloween-Pets, Halloween Huge Egg, Halloween X, ein Ghost Hoverboard, immerhin ein Ghost Hoverboard dieses Mal. Halloween-Quest gibt's wieder. Auch immerhin. Halloween Upgrades, Candy Currency, Giant Pumpkins und ein Halloween Makeover, welches halt wirklich dasselbe ist wie beim letzten Mal. Wir sehen hier halt, der Himmel ist jetzt wieder orange. In der Daycare ist bei mir nichts drin, weil ich habe ja gar keine Pets mehr. Das ist übrigens das letzte Mal, also das letzte Mal, als ich Pets im Lotto gespielt habe, ich hier alle meine Pets hergegeben. Dementsprechend mal gucken, wie ich mit dem Halloween-Event klarkommen werde. Und dann gucken wir uns einfach mal um. Preston hat angekündigt, dass er nur das alte Event zurückbringt und vielleicht ein, zwei Sachen hinzufügt. Wir gucken es uns an. Habt ihr denn das letzte Halloween-Update überhaupt gespielt? Also ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Was auf jeden Fall auffällt, ist, dass ich was im Briefkasten habe. Oh mein Gott. Danke für die 20b Gems vor 27 Minuten. Und danke für die 1 Million Gems. Oh, hey, ich habe doch schon 30 Sekunden gewartet. Okay, wir lassen es sein. Ich sollte nicht zu viele Sachen ausprobieren, während Roblox möglicherweise noch down ist. Wir gehen jetzt einfach zum Halloween-Event rüber. Gucken dann mal nach, wie es da aussieht. So. Return hier im Hardcore-Mode. Ja, okay, Hardcore-Mode. Werde ich wahrscheinlich nicht machen. Juckt mich nicht. Wir haben wieder die Halloween-Upgrades. Sie sind noch gemaxed vom ersten Halloween-Update von 2021. Sind die immer noch gemaxed? Auch cool. Hier gibt es wieder die Halloween-Eggs. Es sind dieselben Pets wie beim letzten Mal. Sie sind bei mir auch noch alle aufgedeckt. Aber sie werden diesmal wahrscheinlich stärker sein. Ich habe sogar noch Currency vom letzten Mal. Oder nee, das wird noch... Das wird neu sein. Das wird von diesem Mal sein. Um die Halloween-Currency zu farben, wissen wir von den letzten Malen, ja, dass man ganz normal farben kann. Wir können jetzt in die normale Welt gehen und hier einfach was abbauen. Und dadurch kriegt man dann Halloween-Coins. 1000 sind jetzt nicht so viel. Ich gehe mal in die Dog World und dann gucken wir mal, ob ich da was bekomme. Oder ob ich da überhaupt zurechtkomme mit meinem Clover Axolotl. Erstmal einen kleinen Coin. Ist mein Clover Axolotl überhaupt ausgerüstet? Nee, machen wir mal. Es würde mich ewig dauern. Okay, denkt ihr, ich krieg was? Oder wie viel ich Protect bekomme? Ja, 85 Millionen. Immerhin. Kriegt man was? Dann aktivieren wir nochmal die Boost. Ich bin nämlich ein Pet Simulator X-Profi. Ich kenne mich immer noch aus nach all den Jahren. So, ja, kommen die anderen Boosts aktiviere ich auch für später. 312 Millionen, das ist auch was Gutes. Und ich würde sagen, die 1B machen wir jetzt noch voll. Die 1B haben wir jetzt voll. Und dann gehen wir nochmal zurück zum Halloween-Event. Ich öffne da dann nochmal ein Egg. Und wir gucken jetzt, ob ich beim ersten Mal ein, wie heißen die Mythicals nochmal, ein Ghoul Horse bekomme. Und wenn ich kein Ghoul Horse bekomme, dann raste ich aus. Und dann war es das mit dem Halloween-Event. Für immer und ewig. So, wir öffnen und kein Ghoul Horse. Das war's dann. Bis dann und ciao.